Ungefähr 150 Nationalmannschaften werden an den Start gehen, bei den Herren und bei den Damen. 12 Tage werden sie, sag mal, erbittert kämpfen und die Welt schaut auf Dresden. Alle Partien werden im Internet übertragen. Millionen Menschen in der ganzen Welt für dieses Ereignis verfolgen. Also für mich ein ganz, ganz glücklicher Augenblick. Und ich bin stolz, dass wir in Sachsen, in Dresden, dieses wunderbare Ereignis hier genießen dürfen.